Auch am zweiten Tag des Mediengipfels in Lech wurde wieder über die Zukunft Europas diskutiert. Der Abend stand ganz im Zeichen der Flüchtlingskrise. Tausende Flüchtlinge erreichen täglich die Grenzen Europas. Wie mit diesen Menschen umgegangen wird, ist aktuell ein Thema, über das heftig debattiert wird. Es stellt sich nicht die Frage, ob diese Flüchtlinge kommen. Auch die ganze Diskussion über Obergrenzen und alles, das Ding, da wird die Realität drüber fahren. Da bin ich irgendwie ganz zuversichtlich. Ja? Das heißt, es geht wirklich darum, wie nehmen wir diese Leute auf? Und für mich stellt sich, ich sehe das als ein Prozess, einen langen Prozess. Und wir werden eine Polarisierung erleben in Europa und auch in Österreich rund um diese Frage der Flüchtlinge. Polarisierend ist aber auch die Diskussion rund um die Verteidigung der EU-Außengrenzen. Vor allem bei der Zuständigkeit scheiden sich die Geister. Eigentlich sieht ja das Schengen-Abkommen vor, dass die Außengrenzen geschützt werden sollten durch die Länder, die an den Außengrenzen sind. Das hat man in den letzten Jahren versäumt, das richtig oder gut genug zu machen und da auch ausreichende Kapazitäten aufzubauen. Natürlich sollten diese Länder Unterstützung erhalten vom Rest der EU, von denen, die im Innern sind. Dafür hat man ja auch diese Frontex-Organisation geschaffen, um da zu helfen. Die ist viel zu schwach und damit ist jetzt im Moment Europa überfordert. Ich glaube, wir müssen uns auch da erstmal philosophisch darauf einigen, ob wir unsere Sicherheit schützen wollen oder unsere Werte verteidigen wollen. Wenn wir sagen, wir wollen unsere Werte, wenn wir sagen, wir müssen unsere Sicherheit schützen und wir haben ja irgendwie zu viele Fremde und haben Angst vor Überfremdung, dann müssen wir als System andere Antworten geben, denn dann müssen wir uns tatsächlich schützen. Dann müssen wir konkret darüber, müssten wir darüber nachdenken, wie wir im Mittelmeer Zäune bauen. Ja, also man kann ja auch physisch gucken, was da eigentlich ist und wie wir das machen würden. Doch der Grenzschutz ist nur einer der behandelten Problempunkte. Gefordert wurde auch eine einheitliche EU-Asylpolitik. Und mein Vorschlag wäre, dass wir überhaupt das Asylverfahren von den Nationalstaaten an die Europäische Union übertragen. Das heißt, eine gemeinsame europäische Asylbehörde schaffen, ein gemeinsames europäisches Asylverfahren und vor allem, dass die Flüchtlinge schon in Drittländern, also syrische Flüchtlinge zum Beispiel im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, schon vor einer EU-Behörde um Asyl ansuchen. Spannende Fragen, die auch am Samstag noch für viel Gesprächsstoff sorgen werden. Der letzte Tag des Mediengipfels befasst sich mit Fragen rund um wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen, die durch Flüchtlinge in Europa entstehen.